Wir können aus Makern eine Lampe zaubern. Die Mädchen haben wieder ihre Puppen dabei. Und deine Barbie verschüttet ihr Wasser. Das macht doch nichts. Ich mach das gleich weg. Ups, was für ein Sturz. Der Lehrer ist ausgerutscht. Hier ist ein Eimer und ein Mop. Sag Barbie, sie soll den Boden putzen. Schneidet die Spitze von einer Klebeflasche ab. Und legt eine leere Stiftmine ein. Klebt sie dann fest. Und malt es an. Wickelt jetzt einen Faden um zwei Finger. Und macht einen Knoten. Schneidet es auf der anderen Seite auf. Und klebt es dann auf den Griff. Entfernt jetzt den Plastikring von einem Farbtopf. Und schneidet es auf. Befestigt den Griff mit Stecknadeln an einem leeren Behälter. Und kürzt es mit einer Zange. Bedeckt es auch mit Heißkleber. Und legt jetzt den Mop in den Eimer. Megan will nicht, dass ihre Puppe putzt. Also reinigt sie den Boden. Zum Glück ist es nicht viel Wasser. Dieser Puppenmop ist perfekt dafür. Endlich Pause. Wir können in diesen 5 Minuten 4 machen. Zum Beispiel ein Wasserperlenkampf. Bereit und los. Es sieht so aus, als hätte ich diesen Globus kaputt gemacht. Die Welt brach auseinander. Und was sollen wir jetzt machen? Wir können ihn nicht einfach wegwerfen. Megan hat eine Idee. Wir machen einfach daraus einen Whirlpool für Barbie. Entfernt einen kaputten Globus vom Halter und färbt es mit silberner Acrylfarbe. Klebt dann eine Perle in das Loch. Das soll der Abflussstopfen sein. Dreht es dann um und bringt 4 Steine an. Das sind die Beine der Wanne. Bringt jetzt einen Kartonring am Rand an und bedeckt es mit Acrylpolitur. Legt dann Goldfolie darauf und glättet es mit einem Pinsel. Entfernt dann den Überschuss. Erhitzt jetzt einen Strohhalm und biegt den dann. Schneidet den Rest ab und klebt es als Wasserhahn an. Klebt noch Perlen an die Seiten und färbt es mit silberner Acrylfarbe. Macht mit der Spitze der Heißklebepistole ein Loch unter dem Wasserhahn. Steckt dann einen Strohhalm hinein und lasst ein Schaumbad ein. Pustet durch den Strohhalm, um Seifenblasen zu erhalten. Barbie fühlt sich im Whirlpool wohl. Komm, wir machen mehr Schaum. Es sieht echt entspannt aus. Lassen wir den Whirlpool auf dem Lehrertisch. Da ist er ja auch schon. Was ist das auf meinem Schreibtisch? Nimmt unser neuer Schüler ein Bad? Habt ihr was damit zu tun? Megan hat wieder alle Stifte offen gelassen. Es sind aber nicht alle ausgetrocknet. Ich muss einen Weg finden, um sie wiederzuverwenden. Ich mache einfach eine Barbie-Lampe. Schneidet als erstes die Lasche von einem Play-Doh-Topfdeckel ab. Und bohrt mit der Heißklebepistole ein Loch in die Mitte. Klebt jetzt einen Stift hinein. Dreht ein LED-Teelicht um und klebt es auf das andere Ende. Bringt jetzt alte Stiftkappen um das Teelicht an. Diese farbenfrohe Lampe ist sehr süß. Barbie wird diese Deko lieben. Der Lehrer sieht überall Puppen. Das bringt ihn auf eine Idee. Als Kind wollte er Spielzeugmacher werden. Und jetzt kann er endlich seine Talente einsetzen. Er braucht dafür Schulsachen und Werkzeuge. Was macht er da? Halbiert eine leere Klebeflasche. Und klebt dann Schaumgummi an.
wickelt es dann mit rosa Satinstoff ein. Und bedeckt den Rücken mit Schaumgummi. Klebt dann zwei Stücke zu einem Winkel zusammen. Und schneidet jetzt einen biegbaren Bleistift durch. Befestigt es als Armlehne. Macht jetzt seinen Rahmen aus Buntstiften. Und bemalt es dann. Hängt dann die Schaukel mit zwei Satinbändern auf. Sehr beeindruckend. Was für eine süße Schaukel. Kommt, wir probieren sie aus. Perfekt. Unsere Puppen haben so viel Spaß. Alle Mädchen lieben es zu plaudern. Es macht echt Spaß, das Neueste miteinander zu teilen. Oh, was ist denn das für ein Lärm? Unsere Barbies brauchen eine Couch. Macht zuerst eine Couchvorlage aus Jersey-Stoff, so dass es in ein Federmäppchen passt. Legt dann zwei Schichten übereinander. Und lasst eine Seite offen. Krempelt es dann rechts um und befüllt die Hälfte mit Watte. Klebt es jetzt in der Mitte zu und befüllt auch die andere Hälfte. Und klebt es dann zu. Vernäht es dann. Es soll so aussehen wie eine echte Couch. Klebt danach die Matratze in das Federmäppchen. Wickelt eine leere Klebestifttube in Kunstleder ein und klebt einen Magneten an. Beschichtet es dann mit Acrylpolitur und tragt noch Goldfolie auf. Glättet jetzt die Folie mit einem Pinsel und entfernt den Überschuss. Klebt dann zwei Armlehnen auf und beschichtet jetzt leere Gouache-Töpfe mit goldener Acrylfarbe und färbt die Außenseite pink. Klebt danach die goldenen Beine an. Mach es dir bequem, Barbie. Super, oder? Diese Couch ist so weich und bequem. Christi sortiert ihre alten Sachen. Tschüss, Farbpalette. Aber Megan kann damit noch was anfangen. Verfolgt eine alte Farbpalette auf Dekopapier. Und schneidet den Kreis aus. Klebt es dann auf die Farbpalette. Schneidet jetzt die Spitzen von alten Stiften mit einem erhitzten Cutter ab. Und klebt danach vier Marker auf die Rückseite der Palette. Das sollen die Tischbeine sein. Bemalt es dann noch. Und dreht den Tisch um. Dekoriert nur noch den Rand mit einem Seidenband. Schau, Christi, jetzt haben unsere Puppen ihren eigenen Tisch. Wow, gut gemacht, Megan. Das sieht echt toll aus. Die Puppen finden es auch sehr bequem. Lasst uns eine Teeparty für unsere Barbies veranstalten. Unsere Puppen haben einen Schönheitssalon auf dem Tisch. Die Barbies würden am liebsten den ganzen Tag vorm Spiegel sitzen. Nehmt als erstes ein altes Lineal und schneidet es auf die richtige Länge zu. Klebt es dann zusammen. Und bemalt es rosa. Tragt auch Acrylpolitur auf. Ihr könnt dann den Winkelmesser mit Glitzer bestreuen. Schneidet jetzt einen Spiegelkarton auf die richtige Größe aus. Befestigt dann ein Stück doppelseitiges Klebeband auf der Rückseite. Und klebt halbe Perlen am Spiegelrahmen an. Das sollen die Lichter sein. Der Lehrer sieht das gar nicht gerne. Ihr und eure Puppen mal wieder. Nehmt das Zeug runter. Das ist aber ein Winkelmesser. Es ist ein geometrisches Accessoire.
Sogar der Lehrer mag unseren Spiegel. Wie fandet ihr unsere Barbie-Möbel? Schreibt uns, wie ihr alte Schulsachen in ein Geschenk für eure Puppen verwandeln könnt. Verwandelt ihr einen Globus in einen Whirlpool, eine Federtasche in eine Couch oder ein Winkelmesser in einen Spiegel? Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.